Ja, moin moin zusammen und herzlich willkommen zurück, liebe Strategiefreunde, zum sechsten Teil dieses Longplays von Battle Isle 1 Data Disc 2, der Mond von Kromos. Heute wieder mit einer weiteren spannenden Karte, diesmal Map 6 mit dem Namen Soso. Und wie immer geht's auch schon direkt los. Wir schauen uns die Karte mal zusammen an, was da so losgeht. Jo, zack. Karte. So, so. Zack und gut. Und dann springen wir direkt rein, verschaffen uns mal einen Überblick. Die Streitkräfte der Drulls stehen wieder bereit, um den Kampf gegen bösen Skynet-Titan aufzunehmen. So, hier sind wir auch schon. Gucken wir uns mal die Minimap an. Wie ihr seht, eine etwas größere Map. Hier erkennen wir drei Depots und eine Fabrik in dem Besitz von Skynet. Wir sind wieder im Süden. Der Skynet ist im Norden. Hier unten haben wir unsere Flieger. Da haben wir wieder Pirate-Flieger und wieder einen Condor. Das ist ja dieser Kampfbomber. Und hier haben wir eine neue Einheit. Das ist der Cobra. Das ist ein Abfangjäger, der kann nur gegen Luft schießen und hat da hervorragende Werte. Gut, hier in unserem HQ ist nichts drin, nur 9 Energiepunkte. Hier in der Fabrik sind 40 Energiepunkte drin, da können wir gleich was produzieren. So, ja, fahren wir mal hier hoch in die Fabrik. Da ist noch eine Fabrik, die nehmen wir uns ein, da sind 30 Energiepunkte drin. Da steht schon ein Soldat bei uns vor der Türe. Hier ist ein Aldinium-Kristall. Den habe ich letztes Mal gar nicht gezeigt, ne? Kann man auch nicht viel erkennen, steht nur Energie-Supply dabei. Hier unten haben wir noch eine kleine Kampfgruppe, ein Flakpanzer, die sind auf so einem Plateau drauf und hier ist ein Transporter. Zwei Scorpion-Tanks, dreimal Infanterie. Hier oben hat er ein Depot, da sind zwei Buster-Einheiten drin. Gut, schauen wir mal weiter. Hier oben ist sein HQ, er hat natürlich auch Flugzeuge, Abfangjäger und hier oben hat er natürlich auch wieder eine Raketenartillerie, die über 10 Felder schießen kann. Wie gesagt, ein gefährlicher Gegner, wissen wir ja aus der vorhergehenden Level. Hier ist noch ein Depot in seinem Besitz, da ist nur ein Buggy drin und ein Flakpanzer. Hier hat er eine Fabrik, die ist voll bepackt und auch noch einen Flame-Raketenartilleriepanzer und eine Sphinx. Ja, also gut, wir werden uns wieder am HQ einigeln. Hier hat er seine Hauptstreitmacht stehen. Eine schwere Ari hat er auch noch. Hier ist noch ein Depot. Da sind auch noch einige Klamotten drin von ihm. Also, wie gesagt, nochmal zur Strategie. Wir werden uns hier unten an unserem HQ werden wir uns eben einigeln und eine Verteidigungslinie aufbauen, um dann seinen Angriff abzuwehren. Und wenn er sich dann wieder aufgerieben hat, dann gehen wir in die Gegenoffensive. Die Übersicht zeigt uns, wir haben 28 Einheiten, er hat 62 Einheiten, 98 Einheiten auf der Map. Drei Fabriken, davon haben wir eine, er eine. Und drei Depots, die sind alle in seinem Besitz. Ja, gut. Also, ja, würde ich sagen, keine Müdigkeit vorschützen. Wir legen direkt los. Ja, so. Fangen wir erstmal hier mit den Einheiten an. Die ziehen wir erstmal ein bisschen zusammen hier, um uns ein bisschen kompakter aufzustellen. Ja, den auch einen nach vorne. So, und den Transporter nehmen wir da in zweite Reihe. Hier an unserem HQ gibt es einiges zu tun. Hier müssen wir uns ja in Verteidigungsposition begeben. Infanterie ziehen wir mal hier hoch, damit da die Klippen absichern kann, den Flakpanzer mit nach vorne. So, und die Tanks ziehen wir erstmal zurück. Hier haben wir noch eine Mine, die nehmen wir auch erstmal ein Stückchen zurück. So, hier unser Mammut, der kann sich hier so dazwischen klemmen. So, und jetzt müssen wir gucken, dass wir hier unsere Aris vernünftig postiert kriegen. Wir haben zwei leichte Artillerien, eine schwere Artillerie. Und hier haben wir noch einen vorgelagerten Buster. Der muss sich natürlich schnellst wieder zurückziehen, damit er nicht einen drüber kriegt. So, und hier in der ersten Reihe bauen wir jetzt erstmal
unsere Abfangjäger, unsere Cobra-Kampfflieger auf, weil er wird nämlich gleich als erstes wird seine Luftstreitmacht hier zu uns gelangen. Und das erste Ziel dieser Karte ist es, seine Luftüberlegenheit zu brechen. Eigentlich auch wie immer. Wir müssen seine Luftüberlegenheit ausschalten, und damit wir selber die Luftüberlegenheit erringen können, hier unseren Roboter ziehen wir mal zur Fabrik hoch. Die nehmen wir dann auch gleich hoffentlich ein. Ja, also das ist erstmal so jetzt hier die Grundaufstellung. So, produzieren wir, tun wir jetzt wieder auch was, und zwar bauen wir einen Titantransporter. Und mit dem werden wir dann hier die Kristalle einsammeln. Ja, hier ist auch noch einer. Da werden wir versuchen, die einzunehmen. Aldinium Energy Supply. Und die dann zurück in unsere Fabrik verbringen, um dann da eben weitere Einheiten zu produzieren und ein bisschen Reserve zu haben, falls wir was reparieren müssen. Ja, das war es erstmal soweit. Jetzt müssen wir wieder mal seinen Bewegungsmodus abwarten. Ist klar, das kennen wir auch schon. Wer es bis hierhin geschafft hat, der kann sich ja auch schon quasi als Battle Isle Experte bezeichnen. Wer sich das hier alles angehört hat, mein kleines Referat über Geschichte und sonstige Sachen, wie das Spiel hier funktioniert, der ist definitiv auch als Battle Isle Experte zu bezeichnen. Ich hoffe, ihr habt das gut gelernt. Dann gibt hier auch noch einen Abschlusstest. Ne? Wenn das Longplay hier rum ist, dann werde ich hier einige Sachen abfragen. Das ist alles prüfungsrelevant. Also schön aufpassen, Freunde. Ja? So, kleiner Spaß. So, weiter geht's. So, hier fahren wir erstmal hier oben hoch. Unseren Condor-Flieger, den ich gerade da hochgefahren habe, den werden wir dafür benutzen, oder werden es zumindest versuchen, dass wir eine seiner Raketenartillerien da schon mal raussnipern können. Die sind ja Gott sei Dank sehr schwach nur gepanzert. Und hoffen mal, dass unser Condor die beim ersten Schlag auch ausschalten kann. Ja, aber das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Hier lassen wir erstmal alles soweit stehen, würde ich sagen. Weil, ja, ziehen wir einen nochmal. Den hier ziehen wir mal zurück. Das ist unsere Eingreifreserve. Falls sich da Schwierigkeiten entwickeln sollen, haben wir da noch einen in petto. So, gut. Was wäre noch? Ach, hier kommen sie schon an. Da kommt ein Kampfpanzer an hier. Wandert an hier fahren. So, den nehmen wir jetzt erstmal, klemmen den mal schön hier ein. Dann kriegt er gleich erstmal ordentlich eins auf den Deckel. Ja, naja. So, ja, ziehen wir den mal mit hier hoch, den Flakpanzer. So. Ah, das ist wichtig hier. Die Fabrik müssen wir ja einnehmen. Das ist klar, das wollten wir ja machen. Gut, dann sind wir soweit erstmal fertig mit unserem Bewegungsmodus. Hier geht auch schon das erste Gefecht los. First Blood. Zack, und die Fabrik wird jetzt von uns eingenommen. Ja. So weit, so gut erstmal. So. Zack. So, jetzt nehmen wir hier, produzieren wir auch was, und wir produzieren hier jetzt auch mal eine schwere Raketenartillerie. Da können wir ihm dann nämlich gleich eins drüber braten. So. Hier haben wir noch keine Ziele. Ja. Und hier wollten wir den eingeklemmten Kampfpanzer mal zunichte machen. Der kriegt jetzt von allen Seiten erstmal eins drauf. Dann ist er selber schuld. Warum hat er sich so weit alleine vorgewagt? Ah, hier seht ihr, hier kommen seine Flieger jetzt. Zumindest einer ist schon mal rangezogen, habe ich gerade gesehen. So, da fährt auch noch eine Raketenartillerie von ihm Richtung Süden.
Da kommt der zweite Kampfflieger, hier kommen die nächsten angefahren. Ja, das wird jetzt erstmal hier eine kleine Luftschlacht zu Beginn der Karte geben. Und es ist eben wichtig, dass wir diese Luftschlacht gewinnen. Weil sonst wird es uns, ohne Luftüberlegenheit, wird es uns hier bitter ergehen auf der Karte. Die brauchen wir nämlich dringend, um seine schweren Raketenartillerien rauszunehmen. Mit unseren Kondorfliegern, die wir dann haben. Wenn wir die nämlich gewähren lassen und nah genug ranziehen lassen, diese Flame-Raketenartillerien, dann schießen die uns alles gnadenlos kaputt. Also das ist, dann ist das gelaufen, haben wir keine Chance. So, hier nehmen wir erstmal eine Mine raus von ihm. So, hier geht der Kampf auch los. Sein eingeklemmter Kampfpanzer kriegt jetzt erstmal ein paar Salven verbraten hier. Zack. Gut, da haben wir schon mal eine Einheit von ihm erledigen können. Ja. So, weiter geht es. Da ist jetzt diese Infanterieeinheit, die werden wir auch direkt wieder klemmen. Wir versuchen jetzt hier möglichst alles rauszunehmen, was hier oben auf dem Plateau rumrennt. Und dann gleich werden wir sein Depot hier oben einnehmen. Hoffentlich zieht er seine Buster-Einheiten nach Süden und will die dann auf die gegen unsere Hauptstreitmacht da schicken. So, aber hier sind jetzt erstmal die Kampfflieger von ihm angekommen. Jetzt müssen wir mal gucken, wie können wir das hier machen. Sollen wir da oben die Pirate-Flieger angreifen oder eher versuchen hier? Na, versuchen wir erstmal hier ein bisschen zu dezimieren. Das ist jetzt zwar gefährlich, was ich hier mache, die da so weit vorzuziehen. Aber nun gut, es geht jetzt erstmal darum, seine Jagdflugzeuge hier abzuschießen. Hier ziehen wir unser Mammut mit ran. Mammut können ja auch auf Luft schießen. Also haben auch die Möglichkeit, Luftziele zu bekämpfen. Den nehmen wir auch mal mit ins Gefecht ran. So. Ja, und hier ist unser Kondorflieger. Den ziehen wir jetzt mal direkt hier ran. Der wird nämlich dann gleich hoffentlich seine Raketen-Ari da raus snipern, damit wir da keine größeren Probleme mitkriegen. Hier oben laden wir auch mal alles aus. So. Und hier hat ich schon den Titan-Transporter drin. Den habe ich letzte Runde vergessen, aber das ist jetzt nicht schlimm. Das ist sowieso jetzt zu gefährlich. Der könnte ein leichtes Ziel seiner Abfangjäger werden. Und den werden wir jetzt erstmal so lange in der Hinterhand halten, bis wir die Luftüberlegenheit haben und uns gefahrenfrei mit dem Ding bewegen können. So, hier geht's weiter. Seine Angriffe. Er hat uns auch direkt angegriffen. Ja, die Map also vom Schwierigkeitsgrad schon etwas gehobener hier. So, jetzt müssen wir erstmal hier seine ganzen Flugzeuge unter Beschuss nehmen. Das ist wichtig, dass wir da jetzt möglichst viele von ausschalten, von seinen Abfangjägern. So, so hier, sonst haben wir keine Angriffsziele. Doch, hier, die schwere Ari kann auch schon mal hier auf die Infanterie ballern. So, und das Wichtigste hier oben ist, den Flame rauszunehmen. Den Kondor, den hätte ich besser ein Stück nur einen weiter hochgezogen, sehe ich gerade, damit er nicht eingeklemmt werden kann. Ich habe nämlich jetzt die Befürchtung, dass wir den jetzt doch verlieren werden. Aber das war jetzt ein kleiner Fehler, aber die Map, die verzeiht ja noch Fehler. Das ist also noch nicht so knallhart, wenn man überhaupt keine Fehler machen darf. So, jetzt kommen nämlich seine Flieger ran. Und die versuchen natürlich jetzt unsere Flieger auch ihrerseits wieder einzuklemmen. Ne? Die Taktik des Klemmens ist ja hinreichend bekannt mittlerweile. Da sage ich jetzt nichts mehr zu groß. Ja, jetzt müssen wir beobachten, was er hier so treibt. Er hat natürlich einiges hier auf der Karte unterwegs. Unser Glück ist, dass da so grünes Gewächs, so waldartige Terrain da ist,
Da kann er nicht so gut seine Einheiten durchbewegen. Das hält ihn also in seiner Bewegung doch etwas auf. Kann er nicht so auf breiter Front anstürmen, sondern hat da immer Bewegungsmalus, wenn er durch den Wald durch muss. So, hier, den haben wir schon mal gut angeschossen. Jo, das war super. Ein Abfangjäger wurde bereits erledigt. Jetzt hoffen wir mal, dass wir den hier auch... Jo, der war auch geklemmt. Bums, den haben wir auch erledigt. Hier fällt der nächste. Also es sieht schon mal erstmal ganz gut aus. Ja, das war so ein mehr oder weniger ausgeglichener Kampf. So, und jetzt kommt das Entscheidende. Schafft er es, unser Kondor? Puh, ja, er schafft es. Gott sei Dank. Das war wichtig. So, hier nehmen wir noch seine schweren Dämon-Roboter. Nehmen wir auch noch raus. Alles klar. Dann geht es jetzt erstmal weiter. So, hier oben wollten wir ja das Depot einnehmen. Zack. Ja, und dann machen wir hier, den nehmen wir mal von der anderen Seite mit ran. Unsere Kampfpanzer fahren auch mal weiter nach vorne hier. So, den Flakpanzer nehmen wir nach vorne, falls er da mit seinen... Ah ne, die hat er ja nach vorne gezogen. So, er hier ist natürlich jetzt ziemlich schlecht da vorne am Stehen. Naja, gut, okay. Den hier nehmen wir direkt mal wieder zurück. Der hat zwar noch 5, aber der wird jetzt zweimal angegriffen. Den müssen wir jetzt in Zaku zurückfahren, um den gegebenenfalls hoffentlich noch reparieren zu können. Das Mammut nehmen wir auch mal wieder zurück. So, der Flakpanzer kann stehen bleiben. Ja, was machen wir hiermit? Jetzt müssen wir uns mal kurz überlegen. Kreisen wir weiter ein. Ja, kreisen wir seine Einheit da mal weiter ein, die nehmen wir auch zurück. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir reparieren können. Und hier mit unserem Titantransporter nehmen wir jetzt doch mal hier hinten den Kristall auf. Ja, es sieht jetzt erstmal etwas schwieriger aus, ist es aber nicht. Hier oben können wir stehen lassen. Ja, hier, der Kondor wurde eingeklemmt und das ist jetzt natürlich schlecht für uns. Der kriegt jetzt... Ja, der kriegt jetzt erstmal richtig was ab, der Kamerad hier. Ich habe die Befürchtung, der wird das nicht überleben. Oh ja, er kriegt auch schon richtig Feuer hier. Wenn jetzt der Flakpanzer noch angreift, dann ist es... Ja, er greift leider an. Ja, den hätte man gar nicht zurückziehen brauchen. Der ist Geschichte. Oh wei, oh wei, oh wei. Ja, er kriegt auch wieder... Ja, jetzt haben wir auch schon 2 Lufteinheiten verloren. Das war unser armer Kondor. Prosit, ich nehme mir mal ein kleines Schlückchen. Oh, fantastisch. Bevor die Stimme wieder versagt hier. So, jetzt können wir hier oben angreifen. Nehmen wir erstmal hier die Infanterie unter Beschuss. Hier unten geht es auch weiter. Hier können wir wieder... Ja, können wir das einzige Ziel, was uns bleibt, ist er hier. So, ihn nehmen wir raus mit dem Flakpanzer. Der Flakpanzer müsste dann eigentlich regeln, aber wir greifen zur Sicherheit nochmal mit allen hinterher an. So, den müssen wir reparieren. Einen haben wir ja leider verloren. Einen Cobra-Kampfflieger hier. Aber, ja, Verluste müssen wir halt auch in Kauf nehmen. Das Spiel hier durchzuspielen ohne Verluste, das ist quasi ja nicht möglich. Also das ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit unmöglich. So, oh, jetzt zieht er da oben tatsächlich auch schon einen Flieger an unseren Titantransporter ran, will den auch mal behaken. Hoffentlich ist er da nicht so, zieht er dem nicht so viele Punkte ab. Aber Titantransportflieger reparieren sich ja von alleine wieder. Das ist also nicht schlimm, wenn die mal angeschossen werden, dann können die sich selbst auch nochmal gut reparieren. Ja, leider eine Cobra-Kampf-Jagdbomber-Einheit da verloren. Aber dafür haben wir ja einen Flame von ihm ausgeschaltet. Also, das war schon ein guter Tausch. Jetzt hat er ja nur noch eine Raketenartillerie auf der Karte fahren.
Der werden wir dann sicherlich auch noch Herr werden irgendwie. So. Gut, unsere schwere Artillerie sammelt auch weiter Erfahrung. Unser Flakpanzer auch. Ja. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ne? So. Da kommen wir jetzt leider nicht ran. Den nehmen wir aber auch zurück. Das wird sonst zu gefährlich. Und hier unten müssen wir jetzt gucken, dass wir seine Pirates-Erdkampfflieger da zerstören, bevor die anfangen, da richtig Schaden zu machen. Der war noch voll, das war gut. Dann ziehen wir den auch mal hier hinten mit ran. So. Ja, den fahren wir direkt in die Fabrik wieder zurück. Da oben den Kristall zu nehmen, das ist mir zu gefährlich erstmal. Da warten wir noch mal ein bisschen ab. Und hier haben wir noch einen Cobra, den haben wir ja repariert. Den ziehen wir auch mal wieder zurück in den Einsatz. Den können wir gleich da auch gut gebrauchen. So, und hier nehmen wir jetzt erstmal das Depot ein. Da können wir dann erstmal schön reparieren, unsere Einheiten. Ja, und das wäre erstmal, glaube ich, so für uns erstmal gewesen. Ja, seht ihr, da greift einer an. Konnte aber Gott sei Dank nur einen erledigen. Ja, hier wird unsere Infanterie beschossen. Die kann natürlich unmittelbar. Hat er direkt drei abgezogen. Ja, hier ist ein Kampfpanzer gefälscht. Das war gut. Das war auch in Ordnung. Unser Flakpanzer hat keinen abgekriegt, aber doch, jetzt kriegt er doch mal einen auf die Mütze. Jetzt greift sein Flakpanzer an. So, hier nehmen wir das Depot an. So, jetzt geht's hier los. Jetzt müssen wir mal gucken, was machen wir denn? Der hat nur noch drei, der hat auch nur noch drei. Die sind auch schon angeschlagen. Da müssen wir erstmal mit den beiden hier angreifen. Und dann mit den Kampffliegern. Hoffen wir mal, dass wir denen da Herr werden. So, und jetzt können unsere leichteren Fernkämpfer auch schon mit ins Gefecht eingreifen. Langsam mal. So, nehmen wir den Kampfpanzer hier oben. So, jetzt haben wir hier wieder 30 Energiepunkte. Ja, ja, produzieren wir auch noch einen Flame. Das ist, dann haben wir zwei schwere Raketenartillerien, einen oben, einen unten. Dann können wir die Sache sicherlich halten hier. So, hier greifen wir mal die Infanterie weiter an. So. Ja, den kann man nicht reparieren, er hat volle Gruppenstärke. Ja. Gut, dann schauen wir uns mal an, was weiter hier so abgeht. Ja, da zieht er seinen Kampfflieger wieder ran, wird wahrscheinlich den anderen von oben ranziehen, von Norden her. Ne, er zieht ihn ab und repariert ihn. Okay. Ja, eigentlich auch wieder eine relativ gut gelungene Karte, finde ich. Am Anfang, wenn man die Karte dann das erste Mal sich anguckt, denkt man, oh Gott, was hat der alles an Material, das ist niemals zu schaffen. Aber wir können uns auf eins verlassen, er zieht nicht wirklich so sehr sinnvoll seine Einheiten meistens durch die Gegend. Das ist nun mal so, wenn er hier halbwegs vernünftig vorgehen würde, hätten wir gar keine Chance, aber das ist, ja, unser Glück. Ne? Naja. So, jetzt kriegt ihr sein... Ja, jetzt müssen wir gucken. Hoffentlich kriegen wir die beide ausgeschaltet hier. Oh ja, der hat nur noch einen. Den müssen wir hoffentlich gleich retten können. Der ist auch... Oh, wunderbar, hat funktioniert. Wir konnten seine beiden Pirate-Flieger ausschalten. Das war schon mal sehr gut. Jetzt kommen hier unsere leichten Fernkämpfer zum Einsatz.
Läuft auch fantastisch. Ja, sage ich, läuft fantastisch. Unser schwerer Ari kriegt es nicht hin, einen abzuknallen. Aber dafür ist unser Raketenartillerie-Panzer hier besser. Oder unsere Raketenartillerie ist ja kein Panzer, ist ja ein Fahrzeug. Ne? So. So, hier oben sieht gut aus. Ah, da ist er. Ja, der hat ihn eigentlich auch ganz gut hingezogen. Den können wir nicht schon direkt einklemmen. Hier können wir noch zwei Flieger reparieren. Ziehen wir mal ihn hier rein. Und ihn auch. Er hat noch vier. Da hinten kam eine Mine an. Die müssen wir jetzt auch mal gucken, dass wir die langsam mal rausnehmen. So, den Flakpanzer rein. Den auch. So, hier hatten wir auch noch. Ja, der war auch angeschlagen. Den könnten wir dann auch mal reparieren. Reparieren wir erstmal alles durch hier oben. Am Depot. Ja, gut. Der ist auch schon schwer angeschlagen. Den nehmen wir mal zurück. Die Mine auch. Dann ziehen wir die Ari noch einen nach vorne. Ja. Ja, das war doch ein Kampf nach unserem Geschmack. Hoher Verlust auf seiner Seite, wenig Verlust auf unserer Seite. Ist in Ordnung gewesen. Ja, weiter geht's mit dem nächsten Angriffsmodus hier. Erstmal nehmen wir hier den Cobra raus und dann lassen wir wieder hier unsere Fernkämpfer draufballern. Das Mammut kann auch mal schießen, das steht jetzt ja mit dem Hintern zuerst zur Front. Das wissen wir ja auch, wie das funktioniert mittlerweile. So, und hier reparieren wir mal durch. Das schadet nichts. So, er hier oben, der wird den rausnehmen, das ist gut. So, hier, ja, haben wir eins vergessen wieder. Haben wir unsere Flame-Raketenartillerie nicht rausgenommen, aber gut. Ja, so kleinere Fehler verzeiht das Spiel hier schon, also da braucht man sich jetzt nicht so große Sorgen zu machen. Da wird die Map jetzt, glaube ich, nicht dran scheitern. Das ist nicht so dramatisch. So, dann warten wir erstmal seinen Bewegungsmodus ab. Ja, aber bevor ich es vergesse, reparieren wir hier unsere beiden Kampfflieger auch nochmal. Zumindest erstmal einen. Seine Luftüberlegenheit ist ja soweit eigentlich gebrochen. Zack, zack. Ja, und da zieht er jetzt langsam, stetig, aber langsam zieht er weiter ran. Da kommen jetzt auch noch ein paar Flarax, also Flugabwehrraketen, Panzer, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Und dann müssen wir uns gleich mit unserem Titanflieger wieder auf den Weg machen, Kristalle sammeln. Das ist auch wichtig, damit wir vielleicht noch ein paar Kondorflieger basteln können. So, hier fällt auch noch ein. Ja, die sind natürlich wieder, haben natürlich grandios verkackt, die Kameraden. Haben nichts getroffen, aber ist nicht schlimm. So, zack. Jetzt kommt dann Mammut noch. Nimmt einen raus. Diesmal wird unsere schwere Ari, jawohl. Sie nimmt auch noch einen raus. Alles klar. So, die Mine konnten wir auch erfolgreich bekämpfen. Also eigentlich, soweit klappt es ganz gut jetzt hier. Stelle ich wieder mal fest. Überraschenderweise. So, da ist er. Da ist sein letzter Kampfflieger. Die ziehen wir auch mal raus, beide hier. Na gut. Und jetzt ziehen wir auch hier unsere Raketenartillerie raus. Und unseren Titantransporter. So, die Flak weiter nach oben. Da wird er jetzt gleich bestimmt mit seinem Cobra angeflitzt kommen.
So, den Cobra nehmen wir auch nochmal, den Pirate Flieger nehmen wir auch nochmal zurück. So, hier müssen wir unsere Raketen Ari abschützen. Naja, also eigentlich läuft alles im Großen und Ganzen, würde ich mal behaupten, nach Plan. Und wir schlagen uns ganz gut hier. So, da ist noch ein Raketen-Ari von ihm. Da müssen wir aufpassen, nicht, dass der gleich hier auf unsere Truppen ballern kann. So, hier unten sieht auch soweit alles gut aus. Ja, dann machen wir mal Moduswechsel. So. Hier werden wir auch angegriffen. Oh wei, da haben wir einen verloren. Und er keinen. So, oh wei, ja. Der Flakpanzer von ihm hat sich selbst erledigt. Das ist gut. Und die beiden anderen Kampfpanzer von ihm sind auch schon ziemlich angeschlagen. Die können wir jetzt wahrscheinlich in der nächsten Runde dann auch erledigen. Ja. So, greifen wir erstmal mit der schweren Ari an. Nehmen wir hier den Buster unter Beschuss, den müssen wir vorrangig bekämpfen. Hier können wir die beiden anderen Kampfpanzer rausnehmen. Reparieren tun wir auch unseren Pirate Flieger. So, und hier oben muss unsere Raketen-Ari sich dringend um seine Infanterie kümmern. Ja, dann war es erstmal wieder. Ja, die sind jetzt, die müssten eigentlich alle Geschichte sein hier. Ah, da unsere Kampfpanzer, müssen wir gleich mal gucken, müssen wir auch nochmal reparieren. Ja, wir müssen dringend Kristalle einsammeln. Das müssen wir jetzt gucken, dass wir das wirklich schnellstmöglich auf die Kette kriegen. Aber zuerst beobachten wir mal, was er noch so treibt hier. Ja, die Karte ist etwas größer und etwas langwieriger. Das haben wir ja am Anfang schon gesehen. Ne? Das ist also... Normalerweise sind die Maps hier nicht so, ja, also die Maps, die liegen alle so, wenn ich jetzt mal so im Durchschnitt sagen würde, so um eine Stunde braucht man immer, um jede Map hier erfolgreich abzuschließen, wenn alles dann wirklich so läuft, wie man sich das vorstellt. Da kommen drei Raketenflaks von ihm angefahren und noch zwei Buster hinterher. Jetzt kommt hier so langsam seine Hauptstreitmacht an. Das wird nochmal ein bisschen Kraft kosten, die ganzen Einheiten niederzukämpfen. So, jetzt erstmal, ja, gut, dass wir nochmal nachgesetzt haben. Oh, der nimmt gar keinen raus, aber wir haben ja Gott sei Dank mit der leichten Ari nochmal angegriffen. Das war auf jeden Fall richtig. So, die nimmt den auch raus und der andere, der Buggy, greift den oberen an. Ne, hatten wir gar nicht damit angegriffen. Wir haben Fehler gemacht. Naja, ist egal. Ist auch nicht so schlimm. Manche Fehler, die werden hier das Spiel verzeiht, so manchen Fehler. Man muss da nicht immer so hundertprozentig genau sein. So, jetzt gucken wir mal. Den ziehen wir raus. Ja. Ja, den ziehen wir mal nicht direkt dran. Da oben ist noch sein Transporter hier, fangen wir mal an, Kristalle einzusammeln. Das ist jetzt erstmal wichtig. Der war angeschlagen, den ziehen wir mal ins Haku zurück. Müssen wir hier ein bisschen umdisponieren. Die und ja, hier oben. Wir fahren jetzt mal hier zurück mit unseren Einheiten. Da werden wir nicht weiter vorstoßen, die sind ja alle repariert. Wir werden gucken, dass wir die eventuell dann in unseren Transporter einladen können, damit wir hier die dann vom Cliff runterkriegen. Zumindest die Kampfpanzer oder die Panzereinheiten. Die Infanterie, die kann ja selbstständig vom Cliff runterklettern. Da ist er, unser Transporter. So, dann warten wir erstmal ab. Gucken wir mal, ja. Wie es befürchtet hatte, eben gerade seine Raketen-Ari ist in Schussreichweite, da müssen wir uns dringend zurückziehen. Er hat sich selbst erledigt, das war auch gut. So, und jetzt sind wir wieder im Angriffsmodus. Gut, greifen wir erstmal mit ihm hier an. Die leichte Ari kümmert sich, warte, welches ist denn, erstmal den Buster und dann
Die leichte Ari hinterher. Hier können wir die Infanterie angreifen. Und mit unserer schweren Ari nehmen wir. Ja, nehmen wir den Buster oder nehmen wir lieber. Nehmen wir lieber den Kampfpanzer erstmal. Der Buster ist noch nicht in Angriffsreichweite. So, hier oben können wir auch wieder angreifen. Dann nehmen wir mal eine Infanterie weiter raus mit unserer Raketen-Ari. Hier war nichts mehr drin. So, da haben wir. Die beiden sind noch relativ stabil. Und hier sind noch welche drin. Da reparieren wir erstmal den Scorpion-Tank. Das ist wichtig, den brauchen wir weiter vorne zum Blocken gleich. Also das ist, ja. Gut. Aha, da fliegt er auch schon ran. Will wieder unseren Transporter da behaken. Aber naja, okay. Das dürfte jetzt... Ich hoffe ja mal, dass unsere Flak seinen Cobra-Abfangjäger da rausnehmen kann. Das wäre super, wenn das funktionieren würde. So. Ja, hier kommt jetzt einiges noch an Material an. Das hat sich so langsam hier durch den Wald weiter vorgekämpft. Ja. Da kommt auch nochmal sein Transporter. Da müssen wir auch jetzt gleich mal drauf achten. So, hervorragend. Das war schon mal wichtig. Unsere Flak hat seinen Cobra vollständig ausschalten können. Das war gut. Und hier sammeln unsere leichten Aris auch wertvolle Erfahrungspunkte. Ja, die Kampfpanzer sind schwer gepanzert. Da hat auch eine schwere Artillerie teilweise ihre Probleme mit. Oh, da war gut. Hat direkt zwei Erfahrungspunkte sammeln können. Unsere andere Flame-Raketen-Artillerie, das war hervorragend. Das ist gut für uns. Also ich denke, wir sollten ihn jetzt da unten, wir sollten es wirklich schaffen, ihn da problemlos aufzuhalten. So, wie sieht es hier aus? Da kommt der Buster an. Hier sammeln wir, fliegen wir mal. Ja, sammeln wir erstmal einen Kristall ein. Wir brauchen Punkte zum Reparieren. Das ist wichtig erstmal. So, hier der Erdkampfflieger. Müssen wir jetzt aufpassen. Der hat dann Flakpanzer rumgurken. Da dürfen wir jetzt nicht so direkt ranziehen. Jetzt stellen wir den mal auch hier oben aufs Depot, auf das Plateau drauf. Da kommt er dann erstmal mit seiner Flak nicht ran. Das ist gut. So, was haben wir hier? Ihn wollten wir auch wieder zurück in den Einsatz bringen. Das ist wichtig. Und er hier, ja, er kann hier seinen Titantransporter angreifen. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Und hier ziehen wir uns natürlich weiter zurück, hatten wir gesagt. Das bringt jetzt nichts, sonst sind wir da oben in der Angriffsreichweite seiner Raketenartillerie. Und auf die Distanz schießt die uns hier alles kurz und klein. Das wollen wir nicht. So, die Kampfpanzer ziehen wir mal mit hier rüber. Die können wir gleich dann in unseren Titantransporter einladen, wenn es dann soweit ist. Aber so im Großen und Ganzen hoffe ich mal, dass wir da die Stellung hier doch halten können. Kommt natürlich noch einiges an Luftabwehr von ihm hier an. Ja, da greift er direkt unseren Transporter an. Der kriegt jetzt zwei Salven hier übergebraten. Das ist natürlich nicht so gut, aber ist erstmal nicht schlimm. Der hält ja einiges aus. Also da brauchen wir jetzt nicht uns nicht so große Sorgen zu machen. So, und jetzt erstmal die leichte Ari. Dann nehmen wir den hier raus. Mit der anderen bekämpfen wir den schweren Kampfpanzer. So, die schwere Artillerie. Ja, nehmen wir hier oben den schweren Kampfpanzer nochmal. Vielleicht können wir die schon so weit dezimieren, dass wenn die... So, und hier nehmen wir die Infanterie raus. Die sind ja noch im Anmarsch auf die Front. Dann hier können wir den Buster bekämpfen. Der kann sich ja Gott sei Dank nicht wehren. Hier greifen wir auch nochmal mit an, zur Sicherheit. Und hier oben greifen wir seinen Titantransporter an. So, hier, ja, da greifen wir natürlich den, seinen Transporter an. Der will nämlich auch Kristalle sammeln. Da werden wir ihn von abhalten. Jo, das war's dann wieder so im Großen und Ganzen. Wollen wir mal abwarten, was er so treibt. Thank you.
Oh, da der Flakpanzer, der ist da durch den Titantransporter durchgefahren auf das Plateau hoch. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Das ging, das ist mir neu. Ja, manchmal sieht man auch mal neue Sachen hier. Also das habe ich noch nie gesehen. Ja, so kann es gehen. Immer wieder mal was Neues. Da kommt mal eine schwere Ari von ihm an. Also Gott sei Dank zieht er das alles so ziemlich unkoordiniert durch die Gegend. Das ist ja unser Vorteil wie immer. So, jetzt hier, das dürfte aber klappen. Jo. Da konnten wir alle Mitglieder dieser Kampfpanzereinheit rausnehmen. Und unser schwerer Ari ist mittlerweile auch schon voll erfahren. Das ist sehr gut. So, hier greifen wir. Und jetzt nochmal hinterher mit dem Buster. Aber ja. Hat immer noch ein paar Einheiten. Zack, ja, wunderbar. Haben wir wieder einen Buster von ihm rausgenommen. Ja. Und seine schwere Kampfroboter-Einheit hat immer noch zwei Mitglieder, ist natürlich jetzt nicht so gut. Aber, ja, okay. Die Titantransporter konnten wir leider nicht rausnehmen von ihm, ist aber auch erstmal nicht schlimm. So. Aber jetzt ziehen wir mal hier oben mit ran. So, jetzt den hier, da müssen wir jetzt gucken, dass wir den schweren Kampfroboter rausnehmen, sonst nimmt er in der nächsten Runde unsere Fabrik ein. Das ist, wäre sehr schlecht, wäre das. So, Flakpanzer vor. Fahren wir mal, sammeln wir uns mal hier. Da kann dann gleich der Titantransport, da kann uns dann gleich hier aufnehmen. Unsere Einheiten. Zack. So lange müssen wir halt mal durchhalten. Unseren Jagdflieger ziehen wir mal wieder zurück. Der kann dann gleich nochmal hier versuchen. Nächstes Mal sein Glück. So, hier ist noch einer drin. Wir haben leider keine Energiepunkte mehr. Also müssen wir jetzt warten, gucken, dass wir abwarten, bis wir mit unserem Titantransporter und Kristallen ankommen. Das ist jetzt wichtigstes Ziel. Oh, der hat uns schwer erwischt. Jo. 50% der Einheit vernichtet, sein Flakpanzer. Ja. So, jetzt sind wir wieder dran. Jetzt hauen wir aber auch mal kräftig auf die Trompete hier. Zack. Nee, ihn wollte ich nicht. Nehmen wir mal hier oben mit dem Buster seine schwere Mech-Infanterie raus. Und hier greift man seine den Flakpanzer an. Zack. Wir greifen ihn hier oben an. So, welche Ziele haben wir mit unserer schweren Artillerie? Naja, dann greifen wir hier oben auch nochmal den Flakpanzer an. Und hier, da ist er. Den nehmen wir auch raus, seinen Transporter. So. Ja, ja, zur Sicherheit nochmal. Damit er bloß nicht auf die Idee kommt, unsere Fabrik da einzunehmen, das wäre eine Katastrophe. Obwohl, wir könnten in der nächsten Runde mit unserer Infanterie reingehen und hätten wir eine Infanterie gewonnen. Naja, ist auch egal. Er geht auch gar nicht rein, er geht weiter direkt auf unsere Raketenartillerie zu. Ist klar. So. Gott sei Dank ist da viel Wald in der Mitte der Map, in dem Tal. Denn mit Wald kommt er anscheinend nicht so gut zurecht. Da zieht er immer hin und her wie wild. Kann auch nicht so weit bewegen. So seine Entscheidungsroutinen, die verstehe ich eigentlich nicht wirklich. Aber vielleicht liegt das ja an dem Virus, der da eingespeist worden ist. Das haben wir ja gehört in der Vorgeschichte. Der hat ja irgendwie Skynets Entscheidungsroutinen doch negativ beeinflusst. So. Ja, ich glaube, der Kampfflieger müsste das jetzt schaffen. Jo, schafft er. Sein Titanflieger ist Geschichte. Jo, das war auch erfolgreich durchgeführt, den Angriff hier.
Ja, die schwere Artillerie, Raketenartillerie wird auch immer besser. Ist okay, wir halten die Position also tapfer. So. Ah, ja, komm, wir sammeln den Kristall auch erstmal ein. Das ist. Dann nehmen wir die ganzen anderen Einheiten hier, die noch auf dem Plateau sind, die nehmen wir auf dem Rückweg dann mit. Das ist schon in Ordnung. So. Den könnten wir mal hier mit ranziehen. Den Kampfflieger, der ist angeschlagen, den ziehen wir mal zurück. So. Jo, die sind alle weit weg, aber wenn ich mich jetzt da zu weit vorwage, obwohl wir könnten versuchen, seine Ari rauszusnipern, aber das ist mir erstmal alles zu gefährlich. Da kämen wir dran, ne? Da kämen wir dran. Ja, oder den Buster, oder hier können wir nichts Vernünftiges damit veranstalten. Das ist natürlich jetzt eine schwierige Frage. Bleiben wir auf der sicheren Seite. Let's play it safe. Nur kein unnötiges Risiko. So, ja. Ja, der ist auch, den lassen wir auch erstmal drin. So, gut. Das war es erstmal soweit. Bleiben wir mal locker. Seine schwere Ari, die können wir ja gleich da oben mit unserer Raketenartillerie unter Beschuss nehmen. Das ist auf jeden Fall sinnvoller, als vorzustürmen und nachher noch einen Pirate-Flieger zu verlieren. Oh, da sehe ich gerade nicht vergessen. Hier oben müssen wir die Infanterie rausnehmen, das ist auch wichtig, sonst kommt die nachher an unsere Raketenartillerie ran. Naja. So, gut. Warten wir mal ab, was uns noch so entgegenwirft hier. Wenn wir gleich dann zwei Kristalle drin haben, dann haben wir jede Menge Ressourcen zur Verfügung. Dann können wir auf jeden Fall unsere Luftstreitmacht noch weiter ausbauen und dann anfangen, seine ganzen Einheiten eben wieder rauszunehmen, munter. Vordringlich ist natürlich erstmal seine Raketenfallerax, die sind wichtig. Jo, hervorragend. Das hat funktioniert. Das auch. Ich glaube, diesmal hatten wir ja nur zwei Angriffe. Das war sonst nicht mehr viel. So. So, den fahren wir mal hier in der Mitte. Da können wir gleich alles einladen. Und ihn hier. Ja. Müssen aufpassen. Da sind diese Raketenpanzer von ihm. Ja, der kann mal hier anfangen, ein bisschen zu räubern. Der Pirate. Ja, ansonsten war für uns nichts großartig zu bewegen. Er hat keine Angriffe durchgeführt. Hatte anscheinend nichts in Reichweite. So, und jetzt nehmen wir hier oben erstmal natürlich erstes Ziel seine schwere Artillerie raus. Hier haben wir auch noch Angriffsziele. Jo, da können wir mal die schwere Infanterie angreifen hier. Ja, wie ihr seht, seine Truppen, seine Einheiten lichten sich jetzt merklich, ne? So, der schwierigste Teil der Level ist überstanden. Ja, hier wollten wir auch noch angreifen. Ja, hätte ich fast vergessen. Ja, können wir nochmal nachsetzen. Der schwierigste Teil der Level ist jetzt so überstanden, ne? Also es ist jetzt wirklich. Wir stehen hier nicht mehr schwer unter Druck. Es ist soweit alles gut verlaufen. Noch ein paar Runden, dann können wir wahrscheinlich unsere Offensive langsam beginnen. Und dann marschieren wir direkt zu seinem HQ durch und nehmen dann ein. Das ist jetzt im Prinzip ja nicht mehr so schwierig. Boah, super, wir haben direkt auf den ersten Angriff seine schwere Artillerie rausnehmen können. Das hat wunderbar geklappt. Und hier seine Infanterie, die können wir jetzt auch noch vernichten. Zack. Ja.
Also, das ist jetzt soweit im Großen und Ganzen erstmal alles gelaufen hier. So, hier wollten wir jetzt ja mal gucken, ob wir alle Mannekes reinladen. Vorsicht. Mal gucken, ob wir sie alle reinkriegen. Ich befürchte zwar nicht, aber ja. Ist voll, ne? Ja, ist voll. Kann man nichts machen. Gut, dann fliegen wir wieder Richtung Basis zurück. Ja, mit denen können wir jetzt nicht mehr viel veranstalten. Fahren wir mal auch Richtung Rand des Plateaus. Dann können wir gleich unseren Flieger nochmal einsetzen, um den Rest da vom Plateau runterzunehmen. Und hier werden wir jetzt langsam schon mal vorrücken. Dann können wir vielleicht gleich die Bunker da oben schon behaken. Das ist also auch vernünftig. Gut. So, was haben wir denn für Ziele hier? Tja, drei Flakpanzer. Nehmen wir mal den hier raus. Ja, das war jetzt vielleicht nicht so sinnvoll. Jetzt hätten wir besser den, naja, hätten wir besser den anderen rausgenommen, aber das ist jetzt auch alles. Naja, die schwierigen Zeiten in der Level hier sind vorbei. Da kommt nochmal ein Transporter angeflitzt. Die Raketenräder von ihm, die müssen wir gleich noch rausnehmen. Also er hat da noch drei Flaraks rumfahren. Mal gucken, was er mit denen macht. Fährt mit denen hinten rum auf das Plateau zu, weil wir da unseren Titantransporter draufstehen haben und er sonst nicht an den rankommt. Ist zwar ein totaler Quatsch, was er da macht, aber naja. Gott sei Dank setzt er die Dinger nicht sinnvoll ein, sonst könnte er uns das Leben hier richtig schwer machen. So, hier kommt der Titantransporter angefahren. Da werden wir jetzt mal erstmal alles hier Döner rausnehmen. Die Kristalle können sich ja nicht bewegen. So, die fliegen mal gleich in die Factory und dann werden wir da ein paar Kondor-Flieger bauen. So, hier gehen unsere beiden letzten. So, aber das ist ja so, hier machen wir ein bisschen dicht, damit er nicht so sofort direkt ranziehen kann. So, ja, hier nehmen wir wieder Transporter raus. Zack, wie sieht es hier aus? Nehmen wir den hinteren und den schießen wir mit dem vorderen ab. Kann die schwere Ari auch schießen? Ja, die hat auch Ziele, aber ja, leider nur Ziele, die wir wahrscheinlich schon bis jetzt kaputt geschossen haben. Ja, also die Level, die haben wir wirklich, ging wieder erstaunlich gut nach Plan durchgespielt. So, jetzt zieht er nämlich seine Flaraks wieder in die andere Richtung, weil jetzt nichts mehr auf dem Plateau draufsteht und jetzt wieder, ich weiß auch nicht, ja, er guckt wahrscheinlich immer da, aha, wo komme ich ran, und da in die Richtung zieht er seine Einheiten dann hin. Das scheint so seine. Ja, das ist eigentlich, ist das eine Schwäche, aber die können wir in späteren Karten noch ausnutzen. Da können wir nämlich seine Einheiten immer ein bisschen hin und her fahren lassen. Wenn die dann nämlich wieder abgezogen sind, dann nehmen wir wieder einen Transporter zum Beispiel. Ich glaube, das gab es da. Da gab es eine Map mit vielen Fliegern. Da konnte man immer einen Titantransporter als Lockmittel benutzen. Und wenn seine Kampfflieger rankamen, hat man den einfach wieder in die Fabrik zurückgezogen und hat dann mit seinen stationären Flaks oder mit seinen Flakpanzern da drauf geschossen. Wenn die dann wieder wegflogen, dann hat man sie einfach wieder, hat man den wieder, also den Transporter wieder aus der Fabrik ausgeladen. Und dann fuhr er eben wieder in die andere Richtung. So konnte man da einige von seinen Kampffliegern relativ problemlos ausschalten. Das war also, das funktionierte ganz gut. Ich frage mich nicht, wie die Karte heißt, die kommt aber auf jeden Fall auch noch.
So, jetzt gucken wir mal hier. Ah, 72 Energiepunkte, das ist ja herrlich. Jo, würde ich sagen, produzieren wir erstmal ein paar Flieger. Ja, kommt. Ja, und sollen wir noch einen bauen? Ja, bauen wir noch, bauen wir mal erstmal noch nicht. Lassen wir uns ein paar Punkte zur Reparatur über. Das kann auch nicht schaden. Jo, gut. Naja, mit den anderen Einheiten können wir natürlich auch noch angreifen. Das wäre gar nicht verkehrt erstmal. So, den kriegen wir hier rein. Jetzt kriegen wir einen Raketenflak da oben schon rein von ihm. Die nehmen wir auch direkt dann unter Beschuss. Das ist auf jeden Fall sinnvoll. Jetzt müssen wir nur aufpassen auf seinen Raketenwerferpanzer, der da irgendwo noch über die Karte turnt. Oh, er nimmt sich das Depot wieder zurück. Ja, okay. Das ist auch nicht schlimm. Ah, da kommt sie, die Raketenflak. Da müssen wir gleich gucken, nicht Raketenflak, die Raketen-Ari. Da müssen wir gucken, dass wir gleich da irgendwie mit einem Kondorflieger rankommen, um die rauszunehmen. So, seine letzte Angriffswelle, die kommt jetzt langsam bei uns hier an unserer Verteidigungslinie an. Aber wir können mit den Fernkämpfern, können wir das hier relativ gut in den Griff bekommen. Ja, Freunde, das ist es. Ich sag mal, Brosit, nimm nochmal kurz einen Schluck. So. Ja, wie gesagt, hier nimmt er das Depot wieder zurück. Aber das spielt für uns eigentlich keine große Rolle mehr. Gut. So, jetzt den nehmen wir wieder raus. Da können wir gleich nochmal weiterfahren und versuchen, Kristalle einzunehmen. Ja. Noch ein bisschen Platz für ihn hier. Zack. Ein bisschen umpositionieren. So, nehmen wir mal hier hin. Die Kondorflieger nehmen wir auch direkt raus. Da begeben wir uns jetzt auch gleich auf die Jagd mit. So, hier könnten wir eigentlich... Kommt nichts mehr, dann können wir hier eigentlich auch weiter vorrücken. Dann können wir nämlich hier oben schon mal vorbereiten, wenn unsere Truppen gleich da ankommen, wenn wir seinen HQ einnehmen möchten. Wenn wir da schon mal ein bisschen Vorarbeit leisten. Ja, da, also er hat jetzt kaum, also er hat jetzt ja so gut wie nichts mehr. Er greift doch noch nicht mal an. So, hier greift mal mit den Kondorfliegern an, die sollen ja auch schön Erfahrung sammeln. Zack. Und jetzt können wir hier eigentlich einen nach dem nächsten rauspicken. Nur keine Doppelangriffe. Hier nehmen wir die Infanterie. Und er hier nimmt den schweren Kampfpanzer. Ja, da haben wir vergessen, den Pirate zu bewegen. Aber das ist nicht schlimm. Da können wir gleich wahrscheinlich an seine Raketenartillerie mit unserem Pirate-Flieger ranfliegen. Dann ist die nämlich auch Geschichte. Gut. Ja, er zieht ihn auch in die richtige Richtung. Da kommt man nämlich gleich dann direkt mit unserem Pirate-Erdkampfflieger ran. Und dann ist die Sache Geschichte. So. Ja, die haben noch nicht viel Erfahrung. Die sind natürlich noch nicht so gut. Aber das geht jetzt schnell, weil die hauen richtig rein. Diese, wir kennen sie ja, die Kondorflieger. Das sind richtig böse Kampfbomber. Die können wir gut brauchen. So, vom HQ räumen wir wieder eine Einheit nach der nächsten weg. Zack. Da bleibt kein Auge trocken. Jo, der Kampfpanzer, der Schwere, der wird auch nicht mehr rankommen. Der ist nämlich auch schon kaputt. Ja, klasse. Also muss ich sagen, na gut, das sind jetzt auch nicht so die schwersten Leveln. Also da kommen garantiert noch schwere. Ach, da können wir ranziehen. Jetzt müssen wir nur aufpassen. Da hinten sind zwei Raketenflaks. Hoffentlich schießen die unseren Pirate nicht ab.
Das wäre nicht so gut. So, hier laden wir mal langsam ein. Und den Kampfpanzer nehmen wir auch mit. Nehmen wir auch eine Infanterie mit. Und dann werden wir gar nicht mehr groß anfangen, hier irgendwie Kristalle einzusammeln. Wir fliegen jetzt mit unserem Titanflieger hier Richtung Haku hoch zu ihm. Und dann werden wir da kräftig aufräumen. So, aber nicht durch die Mitte, weil da sind ja seine Flaraks. Wir fliehen mal locker am Rand entlang und dann von der Seite rein. So, hier den Buster, den nehmen wir auch mal unter Beschuss. So, hier oben können wir auch weiter vorrücken. Nur nicht zu schnell. Immer einen Schritt nach dem nächsten. Nichts überstürzen. Ja, den Rest lassen wir so stehen, würde ich behaupten. So, erstmal ihn hier. Zack. Und dann nehmen wir hier den Buggy raus, den Buster. Und die beiden schweren Infanterie-Roboter nehmen wir auch raus. So. Ja, er hat kaum noch was. Also das ist jetzt wieder der alte Lied. Ne? Ihr kennt es schon. Die Map ist so gut wie gelaufen, aber er gibt ja nicht auf. Er kämpft ja auch noch weiter, wenn er nur noch eine Bunkereinheit auf der Karte hat. Er ist da sehr zäh. Aber werden wir dem jetzt mal schnell ein Ende nehmen und dann mit dem Stoßtrupp an der Taku ranfliegen und dann kracht's mal richtig da oben nochmal. Ja. Der zweite soll es dann schaffen. Ja, seht ihr. Die Condor-Kampfflugzeuge sammeln auch schon gute Erfahrungspunkte. Gut. Ja, also jetzt passiert in der Level nichts mehr Spektakuläres, ne? So. Ja. Da wird jetzt natürlich unser Pirate angegriffen. Na komm, wir nehmen noch einen Kristall, nehmen wir mit. Wir haben noch einen Platz frei bei uns in der Mühle. So, und hier mit den beiden nehmen wir da unten jetzt die Infanterie noch raus. Dann können die auch nochmal schöne Erfahrungspunkte sammeln. Ja. Hier sind wir jetzt aber mittlerweile, müssten wir jetzt hier in Angriffsreich. Bis dahin können wir vorrücken. 3 kann der Bunker schießen. Dann fahren wir mal möglichst weit ran. Vielleicht können wir dann die Einheiten vor seinem Haku auch schon unter Beschuss nehmen. Ist zwar nicht mehr viel da, was da, aber ja. Jetzt schießen seine Flaks auch nochmal. Ja, neben uns 2 weg, aber gut, okay, das ist jetzt eine Sache. Dafür haben wir eine Raketen-Ari bekommen, das ist natürlich auf jeden Fall viel mehr wert. So. Ziele haben wir. Nur noch eine versteckte Mine, sonst nichts mehr. Die nehmen wir, okay. Und hier noch eine Infanterie, um Erfahrungspunkte zu sammeln. Ja, wisst ihr was? Bauen wir noch einen Kondor, ist egal. Wir brauchen jetzt keine großen Energiereserven mehr zurückhalten, um zu reparieren. Das ist jetzt angriffstechnisch kann er uns nicht mehr viel entgegenwerfen. Und das, was wir da unten noch stehen haben, das reicht vollkommen aus. Ist noch mehr als nötig, um ihn da aufzuhalten. Ja, das war immer, ich erinnere mich noch immer dran, das war immer ein schönes Gefühl seinerzeit als Kinder, als wir dann im Level da geschafft haben. Da haben wir uns immer sehr drüber gefreut, ne? Und der bessere Stratege, also man sagt, der gab dann auch mal gerne ab an jemand anderes, an etwas Unerfahreneren, der sagte dann hierher von mir aus. Mal gucken, 1, 2, 3, wie weit können wir ranfliehen? Da dürft ihr uns noch nicht im Visier haben. Dann mach du die Level mal fertig, ne? Oder wenn der ältere Bruder dann mal sagte, hier, dann mach du mal fertig hier die Level. Da war man dann auch mal stolz gewesen. Ja, da kann man nicht ranfliehen, mal hier oben reparieren. Ja, das waren so die Highlights, die wir dann damals so als Kinder hatten.
mal gucken. Wie weit kommen wir denn jetzt hier rüber überhaupt? Ja, der ist voll. Noch ein Kristall können wir nicht einsammeln. Aber... naja, gut, so. Gehen wir erstmal weiter. Wir wollten uns ja hier im Kreis rum da an sein Haku annähern. Hier unseren neuen Konto raus. Ja, da waren wir immer froh und stolz. Natürlich war auch immer ein bisschen Bibbern da mit dabei. Hoffentlich stürzt der Computer auf die letzten Level, auf die letzten Meter der Karte dann nicht doch noch ab. Da hat man sich immer gedacht, oje, oje, oje. Naja, aber das passierte halt gelegentlich. Ich weiß noch, bei Battle Isle 1 passierte das irgendwie öfters. Dass man dann da eben viel Zeit in eine Karte investiert hat und dann das neue Passwort doch nicht bekam. Obwohl ich muss sagen, die Passwörter für die Maps, die wurden dann auch relativ schnell in der einschlägigen, in den einschlägigen Computermagazinen dann auch veröffentlicht. Also das war jetzt nicht so, dass das immer Geheimnis blieb, bis man die wirklich durchgespielt hatte. Meistens hatte man doch schon die ganzen Level-Codes dann, bevor man sie halt selber sich angeeignet hat aus irgendwelchen Tipps und Tricks-Sektionen. Aber das war nun mal so. So. Oh Kacke, er kann doch schon angreifen. Mit einem sehe ich gerade. Naja, okay. Da müssen unsere Kondorflieger jetzt durch. Also nicht mehr kriegsentscheidend jetzt. So. Hier haben wir noch einen Kondor, den nehmen wir auch mit. Der kann auch mit hier ranfliegen. Haben uns doch zu nah rangewagt. Das fängt mal an zu labern. Ne? Konzentration ist... ja, au, 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 au. Das war natürlich jetzt ein harter Schlag. Da hat uns die Hälfte der Einheit schon abgeknüpft. Aber das würde uns jetzt auch nicht mehr aufhalten. Das ist im Prinzip so. Dann nehmen wir mal hier die Flak raus. Er nimmt den hier raus. Und hier war der Angeschlagene. Ja, hoffentlich können die beiden das regeln. Naja, okay. Ja, wie gesagt, man hatte dann eben die Codes und die Tipps und Tricks-Sektionen gab es ja da immer bei den Zeitschriften und da gab es ja immer wertvolle Informationen, die da für uns bereitgehalten haben. Das war ja die vor im Internet die Zeit, ne? Das war also immer spannend. Man wartet dann auch regelmäßig auf die Erscheinung des neuen Magazins. Ist raus, schnell an den Kiosk in eine Freistunde gelaufen. Hier, gib mal die neue Amiga Joker. Oder wir haben immer viel die Powerplay gelesen. Das war eine tolle Zeitung gewesen. Da haben wir wirklich immer... ja, war wirklich immer toll, war das. Ne? Dann saß man eben da drüber und habt da das schon gesehen und die neuen Spielevorstellungen wurden dann da, wurde dann natürlich hitzig diskutiert, und welches Spiel ist denn jetzt besser und soll man das, und das hat 95%, nee, 95, so viel gab es selten, aber das hat dann eben hier, was weiß ich, was 80% und das hat 81%, ne? Ja, das waren so die tollen, das war so Adventure Time war das für uns, ne? So Abenteuer, Computerzeit, was kommt da, was ist das? Ja, war durchaus eine Zeit, an die ich mich immer wieder gerne erinnere, muss ich sagen. War schön. So, da drehte sich nämlich alles um die unsere Computermöhren. So. Für andere Sachen waren wir ja noch zu klein, also Disco oder sowas, da konnten wir noch nicht, da durften wir noch nicht hin. Und so war das dann unsere Nachmittag tägliche Beschäftigung, aber vor allen Dingen natürlich die Beschäftigung am Wochenende, wenn wir dann eben spielen durften, nahezu unbegrenzt. Naja gut, nahezu unbegrenzt ist übertrieben, aber wir hatten da schon unsere Freiräume von unseren Eltern, die eben manchmal hatte ich das Gefühl froh waren, wenn wir da vor der Kiste saßen und draußen irgendwo nicht durch die Gegend liefen und Blödsinn machten, sondern eben friedlich Computer spielten.
Gestritten haben wir uns da auch selten beim Computerspielen, muss ich sagen. Das gab zwar auch immer mal Meinungsverschiedenheiten, aber das war jetzt nicht so, dass da irgendwie Streit ausgebrochen wäre. Das ging doch, sag ich mal, in 90% der Fällen oder sogar in 95% der Fällen, möchte ich sagen, doch eher harmonisch zu. Man war da jetzt nicht so. Dann ziehen wir auch mal mit an den Bunker ran. Wir haben uns da eben nicht so gestritten darüber. War auch immer recht verträglich. Wir wechselten uns regelmäßig ab und das ging eigentlich alles wirklich friedlich, ging das von der Bühne. Man soll es kaum glauben, ja. Aber so war das. So, dann nehmen wir erstmal die Kampfpanzer hier raus. Habe ich jetzt einen unglücklichen Landepunkt hier leider angesteuert. Da können wir nämlich die Ares nicht richtig ausladen. Nur irgendwie an unglückliche Punkte. Ja. Okay. Ja, das ist jetzt auch nicht mehr schlimm. Ich meine, ist jetzt hier, ich laber jetzt natürlich wieder viel. Und dann ist es, ja, ist auch egal. In der nächsten Runde sollte das auch hier backen sein, hier die Geschichte. So, nehmen wir erstmal den hier raus. Und dann den Bunker. Müssen wir jetzt mal gucken, dass wir hier die Bunker am besten mal alle in einem Rutsch rausnehmen. So, den hier. Da greifen wir mit dem Panzer nochmal hinterher an und hier mit dem Pirate-Flieger. Wir müssen mal gucken, ob wir hier die Bunker dann auch wirklich alle rausnehmen. Hier könnten wir jetzt. Damit haben wir den angegriffen und damit den. Muss ich mich nochmal kurz konzentrieren. Sonst reibt hier, wird hier unsere letzte Streitmacht, unser Stoßtrupp noch hier aufgerieben. Den haben wir vergessen, das ist Schnurz. Zack, wunderbar. Ja, das ist jetzt hier die Bunker, die sind natürlich zäh. Die haben noch jede Menge Hitpoints. Ja, jetzt greift aber nochmal der Panzer an, glaube ich. Ja, dann haben wir den nämlich erledigt. Gucken wir mal, ob wir noch einen ausschalten können. Ja, klasse, das hat auch geklappt. Und den können wir jetzt. Bleibt nur noch eine Infanterie und ein Bunker über. Die werden wir in der nächsten Runde. Kriegen wir die auf jeden Fall in den Griff, das ist klar. Ich glaube, jetzt kann er mit seinem Bunker noch einmal angreifen. Das bringt aber nichts, das ist royal. Hier gehen wir direkt mit der Infanterie ran. Ja, wie gesagt, ich habe da eine beschissene Landeposition irgendwie ausgewählt. Aber naja, ist mal so. Da haben wir sogar noch einen Kristall drin, aber das ist jetzt auch egal. Hier fahren wir mit dem Panzer mal hinten rum. Und der Pirate, der kommt, nee, der kommt nicht mehr ran. Ja, ist jetzt auch nicht schlimm. So, wahrscheinlich hätten wir jetzt eine Runde sparen können, ist klar. Aber naja, habe ich zu viel Blödsinn jetzt noch schnell gelabert auf dem letzten Meter der Karte. So. Noch einmal kurz Konzentration. Ja, wir brauchen ja eigentlich gar nicht mehr ranfahren. Das ist jetzt auch Kappes. Komm, Moduswechsel. Das ist jetzt sowieso gelaufen. Ja, hier greift nochmal seinen Bunker an. Der kann aber keine Treffer verbuchen. So, und jetzt kommt hier unsere letzte Angriffsrunde. Ja, nehmen wir den hier. Und mit den beiden Ares die Bunker. Und dann gehen wir auf Sicherheit. Haken wir nochmal mit den Panzern hinterher und hier mit dem Kondor. Ja, das ist jetzt. So. Ja, gut, dass wir mit den Kampfpanzern nochmal nachgesetzt haben. Obwohl, die leichten Ares, die beiden, haben das auch so in den Griff gekriegt. Ja, und jetzt sind wir im letzten Bewegungsmodus, ne? Treterete. Ab rein mit dir. Jetzt nehmen wir sein Hakuno ein. Ja, das war es. Dann heißt es wieder mal, hier kommt noch die Sequenz und dann heißt es wieder mal Victory. You lost your Haku, glaube ich, oder wie war der Spruch nochmal, der da unten immer eingeblendet war dann? Victory Haku is yours und you lost your Haku für ihn, ja. Okay. Ja. Das war Karte so, ne? Hat hervorragend geklappt. Hier kommt nochmal. Ach ja, das gibt also auch noch tatsächlich drullische
Leute in Kampfanzügen, sind also nicht alles Roboter, nur manche sind auch hier gewisse Offiziere und Führungspersonal, die sind dann in ihren Kampfanzügen drin. Und gibt aber auch viele Dämon-Roboter. Auf der Seite von Skynet gibt es ja nur Roboter, ne? So, ja, das war die Karte Soso. 1095 Punkte, 23 Runden haben wir gebraucht. Das Hauptquartier meldet ein neues Keyword mit dem Namen Sonaf. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Und dann macht's gut und vielleicht bis bald.